Alter Schwede, wo geht's denn hier lang? Das sieht nach einer Sackgasse aus, aber hier könnte es noch irgendwas geben. Wie gut, dass man so viel sieht. Hallo? Oh. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Apropos Angst. Ich mache mal eine kleine Speicherrunde. Let's Play 4 speichern. Da geht's hoch. Alter, wie weitläufig sind das hier noch? Oh oh, ich wurde entdeckt. Oh mein Gott. Hier sind ein paar Brackzauberer, aber mehr sehe ich hier gerade noch nicht. So ein paar ist gut. Das sind ja immer eine ganze Kompanie, eine ganze Rotte. Da unten sind eine Menge Claws. Eine Menge, zwei sehe ich. Zwei und zwei Brackzauberer. Ne, drei. Wie schön, dass du so eine gute Aggro-Reichweite hast. Der macht nämlich wieder gar nichts. Ach du Scheiße, wie viel ist denn da unten? Von wegen zwei Claws sind mindestens drei. Rostiger kleiner Rundschild. Schwach, schwach, schwach. Ich glaube, wir gehen erst hoch. Ich möchte mir erst wissen, was hier ist, wenn hier überhaupt was ist. Hier sieht es ziemlich... ach, geht's noch weiter hoch? Nee, geht's nicht. Hier ist gar nichts. Das ist schon mal gut. Dann weiß ich nämlich, dass ich nur unten lang kann. Oh, ich habe Geld vergessen. So geht das aber nicht, der Rock. So, was haben wir denn hier? Alter Schwede. Was ist denn das hier? Mann, ey. Da habe ich Dungeon Siege schon so oft durchgespielt, aber an diese komische Stelle hier kann ich mich gar nicht erinnern. Aber für diese Stelle hier kann ich jetzt gut den das Bogenlevel abbrauchen. Was ist denn das? Ah, ist das ein Höhleneingang? Zack, voll geheilt. Weiter geht's. Schwerer Schuppenpanzer haben wir aber schon. Alter. Auch noch mehr. Wie gut, dass die überhaupt keinen Schaden machen oder so. Ey, Alter. Wie rennst du denn hier rum? Grausamer Stab. Der arme Stab. Okay, dann machen wir die hier. Ich bin ja gespannt, was in der Höhle drin ist und wie weitläufig die Höhle ist. Ich hoffe nicht, dass es die Eishöhle ist. Da muss ich jetzt den anderen Weg abgehen. So, wie du Brackzauber machst jetzt hier das Fass kaputt. So. Alles geklärt? Oder möchte noch jemand einen auf die Fresse? Sieht nicht danach aus. Maus, spinn doch nicht so rum. Hallo, ein grausamer Kompositbogen. Was für ein Ding? Brigadinenhandschuhe. Sind die besser? Wir haben zwei freie Plätze. Warum sortiert er das so schwul? Ne, die möchte ich haben. Verteidigung 9. Verteidigung 7, aber haben halt 17 Rüstungsklasse plus. 13 meine ich. Also brauche ich die nicht. Das heißt, wir nehmen nur das Gold wieder mit. Und dann gucken wir mal, was hier noch drin ist. Ein kleiner Mana-Trank. Eine Falle. Sehr super. Da haben wir auch noch welche. Da ist der grausame Stab. Seid nicht so grausam! Okay. Das scheint es gewesen zu sein. Alter Schwede. Nee, geh mal nicht so nah daran. Ich weiß zwar, dass du ein bisschen blind bist. Super, ich liebe Höhlen, die direkt am Anfang schon Knochen auf dem Boden liegen haben. Skorpione, oh Gott. Ich dachte, ich bin die Viecher los. Ich liebe es ja hier ständig in irgendwelchen Höhlen rumzukrauchen. Aber es ist halt dann Dungeon, ne? Dungeon Siege. Das heißt ja nicht, weiß ich nicht,
Central Park Siege. Ach, witzig, überall Spinnenweben, aber hier rennen Skorpione rum. Schwachsinn. Großes Schoßschwert. Brauchen wir nicht. Boah, wie hoch geht denn das noch? Was gibt's denn hier? Hallo? Kleiner Mana-Trank. Naja, nicht das Gelbe vom Ei. Oh, danke. Oh, hau die Luft, Deathrock, hau die Luft. Hallo? Nee, ich dachte, es geht da durch. Oh. Verbogener Stab. Man braucht immer einen verbogenen Stab, meine Freunde. Denkt dran. Wie, das war's? Dafür bin ich jetzt hier hochgelaufen? Er ist ja... dreist. Das gibt ein schlechtes Feedback, meine Freunde. Ach, warte mal. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, die nehme ich mit. Oder nur ein. Scheiße. Okay. Wieder was Neues gelernt in Dungeon Siege. Übrigens will ich die ganze Zeit mit WASD laufen, weil ich seit neuestem wieder ein bisschen Neverwinter Nights zocke. Und in Neverwinter Nights kann man sich ja mit WASD bewegen. Aber hier nicht. Was ein bisschen schade ist. Und ich glaube, ich finde den Weg nicht mehr zurück. Oder war das hier? Könnte sein. Jo, doch, hier ging's lang. Uah! Alter Schwede. Scheiß Baum. Gut. Da ging's lang. So, dann nähern wir uns auch hoffentlich mal jetzt der Eishöhle. Ah, hier waren die Wölfe irgendwo, ne? Ja, da. Also müssen wir hier lang. Und ich glaube, die Eishöhle kommt auch jetzt gleich schon. Ich rieche... Wölfe. Oh nein! Eiskrieger! Die meinte ich. Die sind ganz cool. Und bei denen... Ein Eisschwert. Geil, direkt beim ersten Mal gedroppt. Verdammt, ist mein Inventar wieder voll. War ja klar. Aber ich möchte viel über den Eisbogen haben. Wie gesagt, den habe ich eine ewig lange Zeit benutzt. So, wir werfen mal den Stab ab. Gucken mal, was das Ding kann. 40 bis 48. Stärke 19. Schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Ist leider... Eigentlich ist es ja doch besser, ne? Es ist eigentlich... Aber hat... Ist halt nicht verzaubert. Also lassen wir es erstmal liegen. Wir können es ja verzaubern. Verzaubern können wir es ja. Wo ist es denn? Verwandeln da. Bringt natürlich wieder 182 Gold? Was? Ist wie richtig? Ah. Der Adler ist gelandet. Herzlich willkommen in der Eishöhle. Was haben wir da? Eisfliegen. Blech. Da freue ich mich mal gar nicht drauf. Eiskrieger. Hier um die Ecke wartet noch ein Brackzauberer. Den werden wir mal als erstes... Hä? Komm wieder her! Boah, von wegen ein Brackzauberer. Scheiße. Immer noch eine Null dran, mein Freund. Oh Mann, die machen jetzt aber auch Schaden. Mach doch erstmal die Brackzauberer, Alter. Ganz ehrlich, der Rest hier, der macht keinen Schaden. Also vielleicht der Krieger, aber die fliegen nicht. Ach, die Brackzauberer sind das Schlimme. Warum trifft er die irgendwie nicht? Ja, dann mach halt erst die Fliegen, ey. Deathrock, weißt du was? Du machst sowieso, was du willst. Heul aber nicht rum, wenn du stirbst. Dicker Schuppenpanzer. Der könnte besser sein. Aber ich weiß nicht, ob ich den tragen kann. Wir werden es gleich herausfinden. Ich muss niesen. Verdammt.
Was ist das? Streitkolben. Hallo. Okay, eine Menge Items, die ich mal alle analysieren muss. Die Kaschuppenpanzer erstmal gucken. Verteidigung 104. What? Auf Wiedersehen und hallo. Was haben wir hier noch? Den Streitkolben möchte ich ganz gerne mal sehen. Und tschüss. Dann nehmen wir den Bogen der Täuschung wieder mit. Und den Dingensstab. Und das Geld natürlich. Ich nehme das Geld. Alter, waren das gerade auch so viele? Ach, die Eisfliegen sind so nervig. Hey, wir sind gleich Level up mit der Nahkampfwaffe. Wunderbar. Sag ich doch. Nahkampfstufe 18, Alter. Warum trifft er denn nicht? Geschicklichkeit einfach noch nicht hoch genug sind. Wir brauchen mehr Geschicklichkeit. Mehr Geschicklichkeit für Deathrock. Lass mal Flashmob starten. Flashmob. Na, ich freue mich jetzt schon nicht darauf, was da oben wieder auf uns wartet. Eishöhle. Gesundheit? Was? Was ist denn das? Kann man das kann man kaputt machen. Was ist denn da oben? Ah. Da ist ein... Was ist denn hier? Boah, Alter. Ist ja echt traumhaft. Wie spät ist es eigentlich? Alter, 4 Uhr. Ich werde, glaube ich, gleich so langsam mal eine Pause machen, ey. Dann. Na. Ein paar Minuten machen wir noch. Wir möchten ja jetzt auch noch ein bisschen was von der Eishöhle sehen, ne? Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen gekommen sind. Scheint wieder weitläufig zu sein. Da hinten scheint es wieder Abzweigen zu geben. Ein kurzer Kompositbogen. Ein Kompositbogen ist doch generell kurz, oder nicht? Handschuhe aus gehärtetem Leder. So, die Truhe sieht vielversprechend aus. Naja. Amulett. Bogen. Naja. Was kann das Amulett? 20 Mana-Punkte. Pff. Schwach. Schwach, mein Freund. Schwach. Geht's hier irgendwo lang? Sieht nicht danach aus. Aber da oben geht's lang. Sieht zumindest so aus. Schauen wir doch mal, was da oben ist. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, welcher Weg der richtige ist. Erinnert mich irgendwie an die Funkelhöhle. Die war auch so kacke. Wo man nicht wusste, ob es der richtige oder der falsche Weg ist. Hier geht's auf jeden Fall raus. Oh, da sind Eisbogenschützen. Geil. Das heißt, ich habe eine Chance auf einen Eisbogen. Ich will ein Eisschwert. Und 255 Gold. Die sind echt, also die geben satte Sachen. Vor allem droppen die nicht viel mehr, außer Eisschwert und Eisbögen. Die halten auch auf einiges aus, ey. Ist das jetzt der richtige Weg oder der falsche? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Funkelhöhle so kurz war. Ach, die Eishöhle, nicht die Funkelhöhle. Da haben wir einen Eisbogen. Geil. Können wir aber nicht tragen. Also können wir doch tragen, wohl. 272 Gold, nehme ich. So. Können wir den schon tragen? Können wir nicht tragen. Wir brauchen Geschicklichkeit 19. 33 bis 37. Der ist echt schwach. Reichweite 11 Meter. Stärke 14. Naja. Ich habe die irgendwie cooler in Erinnerung. Was ist das denn? Was ist das denn? Kann man da hin? Kann man nicht. Das sieht aber cool aus. Was ist das? Truhe. Oh, da will ich hin. Ah. Es scheint ein Dingens zu sein.
Ja. Hä? Was passiert hier? Oh Gott! Oh mein Gott! Was hat mir das denn jetzt gebracht? Ich würde mal sagen, nichts. Oh Gott, da hinten sind noch mehr. Die muss ich alle aktivieren, oder was? Okay. Dann werden wir das auch mal machen. Den Eisbogen möchte ich nicht. Die sind nicht so cool. Mein Dingensbogen, der grausame Bogen, nee, strahlender Todesbogen ist viel cooler. Strahlender Todesbogen. Der Name ist auch viel cooler. So, ich würde sagen, eine Viertelstunde nehme ich noch auf. Dann haben wir nämlich 3 Folgen. Da mache ich auch eine Pause. Dann gehe ich mich nämlich schlafen. Guten Tag. Alter, wie viele? Immer noch echt komische Geräusche, ey. Früher fand ich die immer voll gruselig. Aber da war ich auch noch klein. Alter, wie viel Schaden die machen. Ich habe keine Heiltränke mehr, ne? Holy shit. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich wieder zurück nach Dingens laufen muss. Ach, so ein Scheiß. Ich möchte nicht wieder zurücklaufen. Könnt ihr nicht alle mal ein paar Gesundheitstränke droppen? Okay, ich versuche mich mal zu heilen. Boah, da habe ich wirklich keine Chance, ey. Keine Chance. Komm schon, halt dich wenigstens ein bisschen. Ne, keine Chance. Jetzt nehmen wir mal einen Mana-Trank schnell. Hauen noch einen um. Wenn ich die DPS weit genug runterpacken kann, dann kann ich mich vielleicht dagegen heilen. Alter, schneller. Scheiß Block. Schneller, heil dich. Ich möchte nicht sterben. Okay, hat funktioniert. Schön, Eisbogen und Lederstiefel. Lederstiefel. Was hat der Goldsummen lassen hier fallen, ey? Beim Schilder 19.000. Ups. Und wir haben einmal fette Rüstung, ey. Rüstung 197, meine Freunde. 197. Und trotzdem kriegen wir so viel Schaden. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viel Glören und Gjörn, Gjörn? Gjörn, Gjörn. Wie viel Gjörn und Glören hier abgezogen bekommen hätten. Ach, Spinnen. Was sind nur Frostnieten? Also keine Spucker. Mit einer Milliarden Meter Reichweite. Woher, wo kommen die denn her? Oh nee, nicht schon wieder so ein Ding. Nee, war gar nicht so ein Ding. Was ist das da? Ein Eismagier. Wie viel denn noch? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich muss gleich einen taktischen Rückzug machen, wenn das so weitergeht. Ich tank dir mal hier in die Ecke. Komm mal ran. Also nicht alle, ne? Wieso haben die denn so eine Agro-Reichweite? Alter. Ich hatte das Gefühl, weiß ich nicht. Für ihn, den ich besiege, kommt einer dazu. Die hören die Schmerzensschreie der Kameraden anscheinend. Oh mein Gott, helf mir. Ein böser Deathrock greift uns an. Na komm. Mir fällt gerade auf, ich bin nicht aufgeladen und nicht geschützt. Verdammt. Aber das lohnt sich für die Folge jetzt auch nicht mehr. Das werde ich dann nächste Folge machen. So. Dankeschön. Hat ja wohl lange genug gedauert hier. Ich muss die Maus mal richtig greifen hier. So, wir heilen durch. So, dann werden wir dem Frostmager jetzt mal einen Besuch abstatten. Der hat nur 100 Leben. Der wahrscheinlich... Oh, was macht der? Ach, der kann beschwören. Ein beschworener Eisbogenschütze. Wir haben tatsächlich genau die gleichen Werte und lassen sogar Eisbögen fallen. Ist ja witzig. Oh, komm schon, Alter. Weißt du, der trifft wieder 1000 Mal nicht.
Schaden. Hier, Dingens. So, schnell, heilen. Heilen, 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 heilen. Es sind nur noch zwei Bogenschützen, das heißt, wir können dagegen heilen. Schneller! Ich weiß, dass er nicht über genug Mana verfügt, aber es reicht auch. Den Rest können wir mit bloßen Händen auseinanderreißen. Können wir da hoch? Dass sie so viel Leben haben müssen, ey. So, können wir da hoch? Können wir nicht. Alles klar. Da haben wir noch zwei einsame Fliegen. One is the loneliest number. Das sind eigentlich zwei, aber jetzt nicht mehr. So, dann wieder eine Menge Spinnen und eine Truhe. Ich muss gar nicht so weit da um die Ecke laufen. Da wartet wieder irgendwas auf mich wahrscheinlich. Och, komm schon, Alter. Weißt du? Wollt ihr mich verarschen? Was? Was soll das denn? Wir sind Eisfliegen. Wir vermehren uns wie... Weiß ich nicht. Wie crackdichte Hasen. Ich will keinen taktischen Rückzug antreten müssen. Verdammt. Sieht aber ganz anders aus. Gegen so viel kann ich mich nicht gegenheilen. Aber die machen fast keinen Schaden an. Warte mal kurz. 3,99. Yes, genau das wollte ich. Naturzauberstufe 3. Nice. 3? Bin ich schon 3? 4, wollte schon sagen. Ach, jetzt komm schon, Alter. Weißt du? Blindschleiche Deserock. Guck mal, die warten alle. Sind wir jetzt auch endlich dran? Ja, jetzt seid ihr auch dran. Mit den Eisfliegen, das ist ein bisschen behindert, ey. Die kommen ja gleich, weiß ich nicht, in ganzen Legionen kommen die. Mein Name ist Eisfliege, denn wir sind viele, oder wie? Vor allem Eisfliegen sind das nicht, das sind Eiswespen oder was weiß ich, Eismücken oder so. Yay, Truhen. Oh, da ist sogar was drin. Ein verzaubertes Stoßschwert. Hallo. Gucken wir uns das nochmal an. Und tschüss. Weißt du, wenn das nicht mehr über 30 Schaden macht, dann brauche ich das nicht. Hallo, Spinnen. Jetzt habe ich natürlich auch wieder den Eismagier geedet, ey, Alter. Er hält nicht mal zwei Schläge aus. Hey, komm her! Natürlich, da kommt wieder die Kohorte. Wir sind die Verstärkung, die Kavallerie ist da. Wir haben gerade an Stärke gewonnen, wunderbar. Das heißt auch mehr Leben, ne? 468 Leben haben wir. Ist ja geil. Na komm schon. Dankeschön. So. Da haben wir Eisfliegen. Die werde ich jetzt mal den Garaus machen. Und tschüss. Alter, was wartet denn da hinten schon wieder? Da ist ein Frostkrieger. Den sieht man sogar dadurch. Hallo. Jetzt, wo ich in der Eishöhle bin, bin ich froh, wenn ich wieder draußen bin. Ist das ätzend? Natürlich. Was ist denn das? Frostkrieger. Normaler Frostkrieger? Warum hat denn der so ein Licht über sich? Er hat ein bisschen mehr Leben. Glaube ich, oder? Ja. Also einfach... Och. Die Dinger wären ja ganz... Also diese komischen Höhlen wären ja ganz witzig, wenn man auch drankommen würde. Aber, weiß ich nicht, die haben ja eine mega Reichweite. Die sind ja noch schlimmer als, weiß ich nicht, alles, was ich bisher gesehen habe. Das sieht aus wie ein ziemlich krasser Hammer. Gucken wir uns den nochmal an. 37 bis 56, der könnte sogar... Oh, der ist besser. Plus 5%ige Chance, einen Fernangriff abzuwehren. Fügt einen Fernkampffähigkeitenpunkt hinzu. Fügt 3 bis 5 Brandschadenspunkte hinzu. Drachsüchtiger Hammer des Brennens. Hm. Der ist sogar echt gut.
Den nehmen wir, glaube ich. Das sollte echt wehtun gegen die ganzen Eisviecher. So, da haben wir ein bisschen Geld. Wir heilen uns mal durch. Weil es so schön ist. Ich muss jetzt echt mit meinen Heiltränken aufpassen. Denn so viele haben wir nicht. Wir haben noch, ja, sechs große haben wir, also sechs normale. Das war so klar, das war so klar. Gut, dass ich die gerade nicht geedit habe, ey. Boah, wie schön der See, was da noch mir wartet. Ey, zig Trillionen Spinnen, zig Trillionen Fliegen. Wie viel Schaden machen die denn? Ist das nervig. Alter, jetzt trefft ihn doch mal. Hallo, ich bin Mr. Spinne und ich nerve dich jetzt. Na komm. Deathrock ist genau wie meine Pokémon. Treffen nur alle 50%. Wenn überhaupt. Alle 30% treffen sie. Ein Kurzbogen. Boah, was ist denn da hinten noch alles? Da komme ich ja Fliegen angesummt. Ach man, du sollst hier hin. Lock ihn. Ich möchte nicht noch mehr adden, ganz ehrlich. Die Spinne, da reicht schon wieder. Ich muss die Mob-Gruppen hier bitte nacheinander machen. Alles auf einmal funktioniert nicht, dafür machen die zu viel Schaden. Uiuiui, alter Schwede, ey. Gut, ich würde sagen, wir machen... vorher heile ich mich einmal durch. So. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Ich speichere nochmal kurz. Speichern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, also in der nächsten Aufnahmesession wieder. Für euch sind das ja jetzt circa 3 Parts. Also sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich werde zumindest gucken, dass ich so schneide, dass meine Begrüßungen und Verabschiedungen immer am Ende oder am Anfang eines Parts sind. Und ich würde dann jetzt erstmal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, wir sind nicht mehr allzu lange in dieser scheiß Frosthöhle. Denn die macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß. Und ja, wir sehen hoffentlich schnell wieder das Tageslicht und würde dann jetzt erstmal sagen, tschüss, auf Wiedersehen und ciao, euer Deathrock.